die Niestreus aus Köln. Vater, Mutter und bald das vierte Kind. Zu sechst auf 86 Quadratmetern. In den vier Zimmern wird es dann eng. Die Eltern suchen schon seit 4 Jahren eine größere Bleibe, finden aber nichts, was sie sich leisten können. 1.500 Euro warm, mehr ist nicht drin. Wir sind sogar auch schon am Opfern, eventuell raus aus Köln zu ziehen, um überhaupt was zu finden, weil es wird jetzt langsam hier echt zu eng und wir müssen echt gucken, wie wir jetzt was hier planen mit den Räumen, mit den Zimmern und ja. Wie den Niestreus geht es vielen. Eine bezahlbare Bleibe, für viele eine unlösbare Aufgabe. 600.000 Wohnungen fehlen in Deutschland und die Zahl steigt von Jahr zu Jahr. Der Zentrale Immobilienausschuss warnt vor einem, Zitat, sozialen Debakel. Besonders angespannt ist die Lage bei den Wohnungen, die sich die Mitte der Gesellschaft noch leisten kann, sagt der Mieterbund NRW. Grund, immer weniger können Eigentum noch bezahlen. Hohe Baukosten, Inflation und gestiegene Zinsen verhindern den Traum von den eigenen 4 Wänden. Dazu kommt ein weiterer Effekt. Immer mehr Menschen kommen nach Deutschland. Sie alle brauchen Wohnungen. Alleine im vergangenen Jahr gab es mehr Asylanträge als Baugenehmigungen. Auch das treibt die Mieten hoch. Die zuwandern, sind häufig diejenigen, die auch in dem erschwinglichen Marktsektor unterwegs sind. Die leisten sich keine teuren Eigentumswohnungen. Und deswegen wird die Situation da am unteren Ende immer dramatischer. Und deswegen muss man von der Politik erwarten, dass es entsprechende Antworten gibt. Das heißt, dass Mittel und Wege gesucht werden, um eben mehr Wohnungen zu bauen. Anders geht es nicht. Aber in Deutschland brennt der Bau. Denn in Wohnungen zu investieren lohnt sich aktuell nicht. Der Zentrale Immobilienausschuss warnt, Zitat, wer heute baut, geht bankrott. Beispiel: Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia. Hier liegen Pläne für 60.000 Wohnungen in der Schublade, bleiben da aber auch vorerst. Hohe Zinsen, Inflation, gestiegene Baukosten. Hinzu kommt eine mangelhafte Unterstützung durch den Staat. So sieht es zumindest die Baubranche. Die Folge: Die Mieten müssen so hoch sein, dass sie kaum einer zahlen kann. Zum Vergleich: Derzeit beträgt bei Vonovia die Durchschnittsmiete 7,60 Euro pro Quadratmeter. Um die neuen hohen Kosten zu decken, müsste sich die Miete fast verdreifachen. Das aber zahlt niemand, also wird nicht gebaut. Die Stimmung auf dem Bau ist so schlecht wie noch nie. Es gibt immer weniger Aufträge und die, die es noch gibt, werden reihenweise storniert. So auch bei Rüdiger Otto. Der 62-Jährige ist seit mehr als 30 Jahren Chef eines Leverkusener Bauunternehmens. Außerdem sitzt er in mehreren Verbänden. Weil eben so viel Unsicherheit da ist am Markt, dass die Leute sich zurzeit im Grunde genommen immer auf was warten, was eventuell kommen könnte. Und weil eben diese Unsicherheit da ist und diese Planungssicherheit fehlt, demzufolge bleiben alle Investoren und Häuslebauer, sage ich mal, zurückhaltend und fangen nicht an zu bauen und warten auf den Moment, wo sich denn entsprechende Veränderungen stattfinden. Entscheidendes ist aber noch nicht passiert. Trotz eines Bundesbaugipfels im September. Dort wurden zwar 14 Punkte beschlossen, allerdings noch nicht alle umgesetzt und die Branche leidet weiter. Denn die Baukosten in Deutschland sind die höchsten in Europa. 5.150 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich, Österreich baut für 3.030 Euro. Auch wir könnten billiger sein, aber Vaterstaat verhindert das. So treiben zum Beispiel Grunderwerbsteuer, Umsatzsteuer und energetische Anforderungen den Preis hoch. 37% der Gesamtkosten verursacht allein der Staat, so der Zentrale Immobilienausschuss. Andere Länder, die auch im europäischen Bereich sind, haben auch bestimmte Bedingungen oder haben die ähnlichen Bedingungen wie wir zu erfüllen. Bloß ich glaube, wir übertreiben das manchmal an den einen oder anderen Punkten, sodass wir uns da dann auch nicht unbedingt wirtschaftlich gerade nach vorne bringen. Also das ist an der Stelle leider im Verhältnis zu anderen Ländern wie Frankreich, Belgien, Holland. Also, die haben auch Probleme, bei denen läuft auch nicht alles rund, aber wir machen es momentan gerade besonders scharf. Dabei geht es nicht nur um die Kosten, denn die vielen Vorschriften und die umfangreiche Bürokratie sind für Bauunternehmen wie ein Betonklotz am Bein und verhindern das, worum es geht, schnelles und günstiges Bauen. Besonders fatal, es gibt immer mehr Vorschriften und Bürokratie nimmt zu statt ab. Jedes Jahr gibt es 40 neue Regeln, aktuell gibt es rund 3.900 DIN-Normen. Wir wollen ja auch weiterhin hochwertig bauen. Ne? Und für das hochwertige Brauchen brauchen sie auch Vorschriften und auch Spielregeln. Aber das darf sich nicht bürokratisch ausufern, sodass sie nachher sich selbst im Wege stehen. An diese Bürokratie will das NRW-Bauministerium ran. Mit einem Meldeportal. Hier kann jeder, der mit dem Bau zu tun hat, auf überflüssige Regeln hinweisen.
Ministerin Ina Scharrenbach kündigte an, diese Vorschriften dann gegebenenfalls zu streichen. Weil gerade die untergesetzlichen Normen echt ausgewuchert sind. Das ist ein bundesweites Phänomen. Aber da, wo wir Einfluss haben, wollen wir es entsprechend geltend machen und dann auch sagen, da kann auch eine Norma weg. Bleiben jedoch soll die bundesweit höchste Grunderwerbsteuer. 6,5% vom Kaufpreis werden in NRW fällig. In Bayern liegt sie bei 3,5%. Der Zentrale Immobilienausschuss schlägt jetzt einen totalen Verzicht dieser Steuer vor, zumindest vorübergehend, spricht von einem Zitat Superturbo. Wir sehen aber bundesweit einen Einbruch bei den Bauanträgen und in der Folge auch bei den Baugenehmigungen, auch in den Ländern, die niedrige Grunderwerbsteuern haben. Deshalb ist es nicht der Triggermoment. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir derzeit im Landeshaushalt Nordrhein-Westfalen wirklich nicht das Geld haben, um eine Steuersenkung vornehmen zu können. Denn von den Grunderwerbsteuern bekommen auch die Kommunen immer noch etwas ab, sodass wir dem Grunde nach hier eine Steueraufteilung vornehmen. Und deswegen ist derzeit wirklich das Geld nicht für eine Senkung der Grunderwerbsteuer da. Die Inflation ist zwar gesunken, Zinsen und Baukosten sind aber weiter hoch. Die Branche bewertet die Gegenmaßnahmen der Politik bislang mit der Note mangelhaft. Die Unternehmen warten also auf bessere Rahmenbedingungen. Deutschland verliert weiter den Anschluss im Wohnungsbau. Ja, dann bleibt uns halt nichts anderes übrig. Was sollen wir machen? Das können ja nicht einfach sagen, die Wohnung wollen wir jetzt haben, die nehmen wir uns. Ne? Das ist ja kein Wunschkonzert. Ne? Wir können uns darauf bewerben und hoffen, dass jemand sagt, okay, ihr kriegt die Wohnung. Ja, und dann, okay, dann sind wir happy, ne? Aber wenn wir es halt nicht kriegen, was sollen wir machen? Das Einzige, was uns bleibt, ist dann diese Wohnung, die wir halt haben. Passende und bezahlbare Wohnungen sind bei uns Mangelware. Bauen wird immer komplizierter und ist jetzt schon viel zu teuer. Die Politik verspricht viel und macht viel zu wenig. Die Baugenehmigungen sind auf dem niedrigsten Stand seit 11 Jahren. Bei Zweifamilienhäusern hat sich die Zahl im Vergleich zum Vorjahr fast halbiert. Und das wirklich Schlimme, da ist sich die ganze Baubranche einig, es wird wohl noch lange so bleiben.